Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. In der letzten Folge habe ich mir überlegt, welche Halle wir kaufen wollen und konnte mich nicht dazu entschließen bzw. durchringen, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen habe ich überlegt, ich fahre jetzt hier erstmal ein paar Faktoren von A nach B und vertag das nochmal ein kleines bisschen. Da oben müssen beide entladen werden. Ich habe die Hoffnung, dass das trotzdem hinkommt. Ich packe die einfach mal hier hin. Oh. So. Gerade ist nicht, aber dafür selten. Ja, der Fortschritt mit dem Düngerstreuer hier macht das eigentlich echt ganz ordentlich. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir den jetzt erstmal als Düngerstreufahrzeug lassen. Kostet kein Geld und macht einen ganz guten Job. Durch die Arbeitsbreite ist es nicht so schlimm, dass er ein bisschen langsamer von A nach B fährt. So. Wahnsinn, der ist schon wieder voll. Jetzt muss ich mich eigentlich langsam entscheiden, ne? Es ist wirklich ein hügeliges Feld. Ich habe jetzt schon den ein oder anderen Hinweis. Mensch, er sah irgendwie zu hügelig hier. Ja, was soll ich machen, ne? Also mal zu Mist aufladen. Ist da angekommen? Das ist in Ordnung. Du auch. Tanken wir noch. Okay. So. Nächstes Problem ist eigentlich Geld. Wir brauchen mehr Geld. Aber wir werden... Bin ich in der zweiten Folge und jetzt fängt das schon wieder so ein bisschen an zu hakeln. Die erste scheint immer irgendwie gut zu funktionieren. Dann wird das in Zukunft einfach sein, dass ich nach jeder Folge einmal neu starten muss. Dann ist es so. Komme ich für den Moment auch erstmal mit klar. Du musst hier noch warten. Wie sieht es denn mit den Dreschern aus? Naja. Ich würde sagen, Hälfte haben sie. So, das hat auch geklappt. Witzigerweise ist hier der zweite Anhänger zuerst beladen wurden. Kommt eine ganze Menge Gerste zusammen. Das Feld an sich hatte eine Erwartungshaltung von 569.000. Na gut, der fährt ja dann tanken, wenn er will, ne? Gut, ich habe ja gesagt, wir brauchen Geld. Also laden wir nochmal schnell Holz auf. Es geht ja schnell hier bei den Balken. Und Vogelhäuser dürften wir dann auch verkaufen. Das ist ja ein Endprodukt und Hundehütten. Könnten wir das eigentlich mal machen? Wenngleich ich vorher einmal gucke, wie der Preis gerade ist. Also zum Ende des Jahres hätte ich nämlich die Halle für die Fahrzeuge gern. Ich würde die ungern den Winter über draußen stehen lassen. Das kommt mir irgendwie falsch vor. Das spawnt immer noch nach, ist ja der Hammer. 15.000 Fertigwand haben wir auch noch. Ja, die Hundehütte können wir verkaufen. Es sollte... Wollte ich nochmal schnell gucken. Falsch. So. Es müsste auch eine Produktion geben, die diese Balken hier braucht. Gucken, welche das sein soll. In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es... Aber das sind alles Bretter. Wer braucht denn diese Balken? Niemand? Das ist doch blöd. Ach
Achso, das Biomasse-Heizkraftwerk wollten wir ja auch noch bauen. Da habe ich den Tipp bekommen, stell die doch so hin, dass man das mit den Förderbändern direkt da rein bastelt. Müsste man die ein bisschen umstellen, aber theoretisch könnte die ja tatsächlich hier irgendwo stehen, würde ja auch Sinn machen. Aber haben wir auch kein Geld für. Hm. Was tun, was tun? Vor allem, was machen wir mit der ganzen Gerste, die wir jetzt ernten? Könnte man überlegen, ob wir nächstes Jahr gar kein Gerstefeld anbauen, stattdessen zweimal Mais. Aber wir brauchen natürlich das Stroh. Hm. Ja. Irgendwie so. So, was mache ich hier schon wieder falsch? Jetzt. Naja, so halb, ne? Gut. Wenn ich den losgeschickt habe, gucke ich einmal, ob sich Hundehütten und... was haben wir noch? Vogelhäuser. Spanngurte wären in Ordnung. Würde ich nehmen. Okay. Er keucht ganz schön. Oh ja, er ist ja komplett hinüber. Okay, dann müssen wir den mal reparieren. Machen wir nach der Tour hier. So, bezüglich des Speicherns werde ich zur letzten Folge hin, also zur 225, das hier müsste die 226 sein, eine Umfrage veröffentlicht haben, in der ich die Frage stelle, wie wir mit dem Speichern umgehen wollen. Ich habe jetzt mehrfach die Bitte bekommen, das mit den Witzen aus dem Witzebuch sein zu lassen. Sie sind wirklich, ja, nicht gut, die Witze. Und ich hätte vielleicht eine kleine andere Idee, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, ich lasse es jetzt erstmal weg und würde eine Umfrage starten, ob ich mir was anderes ausdenken soll, ob ich das weitermachen soll oder ob ich es einfach ganz lassen soll. Vogelhäuser, Hundehütte. Jetzt für 2,6, dann für 2,7, jetzt für 4,3, okay. Das wäre kein Problem. Aber mit 50.000 machen wir natürlich auch keine großen Sprünge. Schade, dass man das hier nicht sortieren kann, das wäre so Premium. 800.000. Oh, wir haben noch für zwei, eine Viertelmillion Holzbalken. Okay. Das ist krass. Also wenn wir so viel Geld noch im Petto haben, nehme ich die große Ballenhalle. Seid ihr einverstanden? Sollt ihr jetzt auch sagen, ne? Wir nehmen mal die große, mit all den Konsequenzen, die das im Endeffekt haben wird. Ich finde die ganz cool, auch cool animiert. Und die anderen haben wir nun oft genug. 120.000, okay. Also. Ich möchte ein bisschen Platz lassen, falls wir nach hier noch einen Weg erfinden wollen. Würde ich das nicht allzu weit vorne setzen, vielleicht hier hin. So, jetzt, ihr wisst schon, was kommt. Das ist natürlich so ein bisschen. Dann müssen wir hier auch irgendwie rauffahren. So vielleicht. Krass. Wo ist denn der? Du müsstest doch hier ganz in der Nähe sein. Bist du. Sehr schön. Mal auf zu fahren. Mach mal das an. Moment mal. Abladen.
Dann wird hier Aufladen sein, dann ist hier Abladen. Aber ich... F1... Ladeseite... Rechts. Müssen wir noch eine zweite einfahren. Hier. Na los, klicke. Okay. Also, der muss zurück ungefähr bis hier und kriegt dann den Namen Ballenlager Input. Gucken, ob das klappt. Ja, das hat geklappt. Und dann kannst du hier wieder zurück. Du kommst dann auch hierher. Und von hier nach hier fahren wir uns so. Und von hier nach hier so. Okay. Dann müssen wir da nur noch Ballenlager-Output definieren. Und dann gucken wir uns das Ballenlager nochmal genauer an. Also anscheinend kann ich das hier unter Produktionen überhaupt sehen. Nein, das ist also ein reines Lager, das braucht also auch keine Wartung. Da freue ich mich. Ja, mit einer... Ja, oh nein. 10% Heu schon. Gut, Luzerne und Luzerne-Heu kriegen wir ja gar nicht. Ist nicht schlimm, aber das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auch, dass die so ein bisschen quer stehen. Finde ich sehr, sehr cool. So, den müssen wir jetzt noch ein Stück vorziehen und den brauchen wir dann als Ballenlager-Input. Output ist das natürlich dann. Ballenlager-Output. Output. Dann bitte wieder zum Heufeld. Ja, wenn wir dann genug von allem haben. Also erstmal werden wir ja mehr brauchen durch das Schafthema oder durch Schafstelle dann vielleicht. Den können wir mal verkaufen. Hier ist alles soweit in Ordnung. Und das abgewählt werden, muss entladen werden. Was ist mit... Aha. Helfen wir mal schnell. Gucken, ob der noch rechtzeitig kommt. Sieht aber so aus. Sehr schön. Der andere fährt der. Der wird abgetankt und der hier fährt. Ja. Also die arbeiten schon und vor allem mit doppelter Geschwindigkeit. Das ist sehr cool. Bin ich sehr zufrieden mit. Dann einmal hierhin zurück. Das sieht auch irgendwie komisch aus, ne? Hm. Gefällt euch das oder soll ich das lieber alles ein bisschen ordentlicher machen? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Halfway Gravel, okay. Auch ein bisschen Platz. Hier kommen wir ja dann mit unserem... Ich wollte schon Radlader sagen, aber es ist ja wahrscheinlich dann so ein kleiner Kompaktlader. So. Ist okay.
Deko. Wir haben ja viele neue Deko-Elemente. Geh mal ganz nach vorne und wir gehen mal durch. Was denn? Okay. Der Möbel. Naja. Eine Hebebühne. Ein Grill. Klar, ein Grill geht immer. Möbelnetz. Warum so eine Delfinstatue? Wissen wir auch nicht, ne? Hier so ein altes Auto. Finde ich cool. Ein neuer TV, ja. Hm? Das erwarte ich da auch. Flipflops? Ne, klar. Papa Platte ist auch da. Stein geht immer. Schon die Häuser. Immer Umzugskartons. Schachspiel. Turmteile. Rasenmäher, Milchkanne. €80, das lasse ich aber sein. Ja, hier. So. Dann auch noch so eine Bank hin. Vielleicht hier. Gut, ich würde sagen, das ist in Ordnung für die Ecke. Auf jeden Fall. Cool. Was denn? Wow! Ja, das müssen wir auf jeden Fall zum Sägewerk. Müssen wir das packen. Jetzt nochmal. Zu nah ran, sonst kommt das immer alles gleich wieder auf der anderen Seite raus. So vielleicht. Birken, mein Nemesis. So halb unterm Baum. Finde ich das eigentlich ganz schön. So, jetzt hätten wir hier. Können wir ja dann eigentlich dicht machen. Zwei so große Trauerweiden. Das hier vorne gefällt mir noch nicht. Muss auf jeden Fall erstmal Grazer Rigger werden. So. Ist noch so eine Hütte. Keine Ahnung, was da drin ist, ne? Das haben wir auch total vergessen. Und ich würde sagen, das reicht jetzt mit Deko auch erstmal. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf euer Feedback. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss!